Buongiorno, meine kleinen Makaroni, zu einem neuen Part von One Piece Pirate Warriors 2. Kapitel 3, Episode 5, die offenen Tore zur Hölle erwarten uns und wir werden unsere Feinde dorthin durchstoßen und schmoren lassen in der Hölle. Krokodil, Robin und Isoppe. Ich muss ihn einfach spielen, weil ich ihn damals in einem Spiel, in einem alten PlayStation 2 Spiel, übertrieben gesuchtet habe. Armselige Kreaturen. ルフィ エニエスロビーをめざして航海を続けていた。その途上、とある港町で囚人たちを追い回すインペルダウンの監視たちを目撃する。Okay. Das war das Buggy-Symbol, was man da gesehen hat. こんな場所に監獄の監視どもがいるなんてのは普通じゃねえ。 奴らも黒ひげ連合に下ったってことかよ。以前のティーチならマゼランに手も足も出なかっただろうが、奴の力はそこまで強くなりやがったってことか。おい、ビースタだ。あそこにビースタがいるぞ。ビースタだ。本当だよ。こんなところに。 Alter, der hat ein Kneißauge. Sieht lustig aus. Ananas Kopf. まさか連れ戻しに行こうというのかね。そんなことではいつまで経っても。うるせえ。仲間よりも大事なもんなんてあるかよ。そうだよい。親父、行かせてくれ。行かせねえわけあるかよ。リスターは俺たちの家族だぜ。しっかり連れ戻してきやがれ。Und wer wird die ganze Arbeit machen? Natürlich Sir Crocodile. Der liebste und netteste Charakter, den wir hier nur kennen, also ich bitte euch. Buggy ganz alleine. Ah, wie cool, der Minotaurus. Anja Ball. Mazelan und Vista. Okay. Missionsziel, besiege Magellan. Okay, der wird als letztes draufgehen. Nicht so ein, Fail-Sieg wie gestern. Besiege Magellan und er ist Unterstützer Ace und Marco Polo. Kampfvorbereitungen. Auf jeden Fall geben wir jetzt erstmal ordentlich Kohle. Alter. Johann hier. Wie der Spezialangriff einfach hier zack voll die Erektion kriegt. Level 29. Ein Haufen Techniken dazu. Ich freue mich erst. Toter Boden. Ground Seco. Wie er damals im Anime gesagt hat. Ihn als Freund wäre ziemlich cool. Aber wir machen mal das alte Dream Team. Sie ist jetzt zwar nicht so super geskillt und gelevelt, aber hier wird sie ordentlich leveln können. Fähigkeiten auswählen. Neue Kombo verbessern. Verbessert leicht. Okay. Da scheiße ich mal drauf. Immer natürlich die Stärke. So steigt mäßig, wenn die Gesundheit sinkt. Während Status und so weiter, vielleicht im Körper des Helden wird er 500 leicht erhöht. Machen wir das mal. Das kriegen wir locker hin. Genau, es war hier stylisch. Ich mag diese Fähigkeit einfach. Jetzt hauen wir ihm noch ein paar Münzen ins Gebälk. Die Verteidigung hat jetzt auch noch mal mehr. Oh, weißt du, was soll der Geiz? Machen wir jetzt einfach mal
Hauptsache, es fluppt. Bälle, 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 Bälle. Bälle, 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 Bälle. Hat das Bananenkroko? Oh, es ist nur so. Style-Faktor. Dann haben wir alles, ne? Wir haben Fähigkeiten, Freund und so weiter. Passt. Würde ich mal sagen, beginnen wir mit dem Geschnetzel, wie man Kraft- oder Spezialangriffe ausführt. Ein relativ aktueller Tipp. Orange. Wir sind im East Blue. Okay, wir sind hier unten. Oh, da kommen sie schon. Finde ich irgendwie cool. Ju, 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 ju. Okay, erstmal müssen wir hier die Techniken auskosten. Ihr kleiner Hansi, den Kreaturen habt keine Chance gegen einen ehemaligen Samurai der Meere. Minotaurus. Voll cool. Du hast keine Chance. Jetzt. Ground Seco. Ich bin als Sandmännchen. Sandmann von Spider-Man oder wie auch immer. Machen wir erstmal den hier. Samus! Machen wir mal den hier. Was? Oh, eine Münze! Ja, die muss ich natürlich mitnehmen. So wie ich euer Leben mitnehmen werde. Oh, warte, warte, warte. Auch ein Krokodil muss essen. Und ein Krokodil muss Münzen sammeln. Ach, da ist er, der kleine Blödmann. Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor, aber egal. Machen wir einfach mal ganz schnell. Und jetzt ist der Anführer dran. Jawohl, mein Territorium. My Territory. So, dann gehen wir mal jetzt hier rüber. Werden jetzt mal eins nach dem anderen einnehmen. Zablus. Ja, ja, schmeiß die nochmal mit rein. Das ist voll geil, Alter. Alter, das hat jetzt gesessen. Mann, hier hat da mich gerade einer weggeschmissen. Wie kannst du das wagen? Wie die einfach eingesaugt werden und tot. Finde ich doch sehr liebreizend. Ja, noch mehr Angriff. Hoi, hoi. Ah, 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 ah. Die Verteidigung steigt. Ich glaube, ich habe gerade niemanden erwischt.
Du kipp bitte um. Machen wir mal hier kurzen Prozess mit den kleinen Leutchen. Mumifizieren. Ja. Ich sehe nichts. Alter, ich sehe nichts. Mann, dieses Rudelgebumse hier. Mein Territorium. Wieso muss ich es immer wieder sagen? Es ist meins. Dieses Land gehört mir. Zablus. Boah, das ist meins. Dann gehen wir jetzt strukturiert hier rüber. Ich nehme euch mit in die in den Wüstenboden oder irgendwie sowas. Ihr seid tot. Das muss reichen. Als Begründung. Huch, da hat mich einer erwiest. Zack, zack, zack. Der Posten hier gehört mir. Und euch hau ich auch um. Ach, da ist er, Blödmann. Ach, ist das schon meins? Habe ich nicht aufgepasst. Das Marco. Okay, da kommen wir noch nicht hoch. Nehmen wir jetzt erstmal die andere. Also das hier scheint jetzt ein kürzeres Kapitel zu sein. Guck mal, wer da kommt. Vista! Und ich meine nicht Windows. Oh, nimm das! Zablus! Erstmal alle weg, slappen hier. Ach, er ist schon wieder vernünftig geworden. Habe ich gar nicht gemerkt in meinem mörderischen Wahn, den ich hier wieder verbreite. Alle runter in den Sand mit euch. Ich mache aus euch kleine Mumienpuppen. Da ist der Anführer. Der Anführer. Wie er gerade ist, wenn man im Sand versinkt. Huch, wer hat mich da gehauen? Buggy flüchtet vor Marinekommandant. Wundert mich nicht. Jawohl. Ah! Meins. Ich würde mal behaupten, Hannibal ist als erstes jetzt dran. Sehr schön. Magellan bereitet sich vor. Da kann er sich knicken. Hannibal. Ja. Du hast keine Chance. Mr. Three! Was willst du eigentlich, hä? Du willst wohl eine Mumie werden, mein Freund. Achso, Magellan ist noch am Quatschen. Hab ich nicht beachtet. Das ist geil, Alter. Warum haben wir uns hier durchprügeln? Zack, 1000 Kills. Weil wir so episch sind. Uah. Das ist richtig geiler Scheiß, möchte ich mal behaupten.
Du entkommst mir nicht, Kommandant. Buggy flieht. Hey, da tauchen überall neue Idioten auf. Oi, oi. Zack, zack. Zack, 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 zack. Das ist das reinste akrobatische Gelumpe hier, ey. Huch. Nicht jetzt. Ich hasse das. Wenn das mitten im Kampf passiert. Warum hast du Angst? Die können mit Schwertern nichts antun. Dieser Lacker, ey. Der findet aber auch überall Idioten, ey. Okay. Was wollt ihr eigentlich, ja? Hey, da unten ist auf einmal. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Huch. Territorium eingenommen, sehr schön. So, jetzt reißen wir mit Buggy. Kratz ab! So viel zu Buggy dem Clown. Wo bin ich? Ich bin hier oben. Ich muss nach unten. Er steht kurz vorm Rückzug. Das gibt's nicht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal kurz Ace helfen. Und danach da unten schon mal die Basis einnehmen. Anstatt die Blödmänner da mal mitkämpfen, ne? Nein, nur nicht. Alter, wie cool. Wie geil war das denn jetzt, ey? Die müssen immer so durcheinander quatschen. Ne? Man kann gar nicht richtig zuhören oder sich darauf konzentrieren. Das ist schlimm. So, dann wollen wir jetzt mal hier mitmischen. Einfach mal richtig brutal draufhauen. Ground Seco! Aha, er ist auf meine Seite gewechselt. Sehr geil, da brauche ich ja nicht mehr nach unten, um ihm eins überzubraten. Finde ich sehr nett von dir, Buggy. Die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Pass auf, dass Buggy nicht flieht. Ich kann jetzt darüber, sehr gut. Ich spam einfach mal den Scheiß, bis der eine da abkratzt. Da oben ist es, glaube ich, eine Kiste aufgetaucht. Da gehe ich jetzt mal schnell hin. Warte mal. So, ich helfe dir mal kurz ein bisschen, Ace.
Ah, den schaffst du locker. Ich muss mal kurz nach da oben und die Kiste einheimsen. Lass mich in Ruhe, du blöder Ochse. Ich habe keine Zeit für euch, kleine Würstchen. Angreifen. Das kann er knicken, der blöde Sesselfurzer. Bis auf, dass Maki nicht flieht. Okay. Hannibal ist wieder aufgetaucht, das ist toll. Warte mal, haben wir jetzt eigentlich irgendwo noch eine Kiste übersehen? Kampfoperation. Oder Buggy wird besiegt oder die verbündete Basis wird eingenommen. Das sollte wohl nicht passieren. Wo war das nochmal? Nein. Kampfdatenverlauf. Ja, wieder aufgetaucht. Halt, Hupsa. Gegnerische Basis. Ach, da unten. Ich gehe genau in seine Richtung. Sehr gut. Aufgetaucht. Magellan, blablabla. Buggy, schalte Magellan. Ein Schatz ist aufgetaucht, den habe ich. Ist hier noch irgendwo ein Schatz aufgetaucht? Da gucke ich mal ganz schnell. Das möchte ich ja nämlich sehen. Ein Schatz ist aufgetaucht. Da unten. Alles klar. Okay, ich muss nach unten in die Mitte. So, jetzt reicht's mir mit euch, ihr Idioten. Auf was soll ich noch alles aufpassen? Was machen wir den hier? Zabulus! Nico Robin! Hannibal ist besiegt. Jetzt gehen wir mal schnell nach unten. Da ist noch eine Kiste, die mich schnell mit. Meins! Ich bin gleich wieder da. Ich mache mal kurz einen kleinen Rundflug und das sieht so cool aus, wie er sich fortbewegt. Ich liebe es. Hier war ich noch gar nicht drin, ne? Weil, Kisten und so. Alter, gut, dass ich nochmal hin bin. Das hätte ich wirklich übersehen. Und das wäre scheiße. So, einmal noch die hier. Yay! Gehen wir mal hier durch, da wieder nach oben. Und dann, wie wir sehen, haben wir da noch eine Kiste nicht eingesammelt. Das haben wir jetzt. Die nehmen wir noch mit. Und... Aufi! Wir wollen mal oh, da ist noch was. Meins! Danke! Jetzt machen wir mal kurz den hier. Einmal wieder alle begraben lebendig. Da kommt der Minotaurus. Jetzt reicht's mir. Du wirst als erstes krepieren. Sablus! Minotaurus, der kann einem leid tun, der kriegt immer nur auf die Fresse, egal wo er ist. Mein Territorium. Das ist mein Block. Dann gehen wir jetzt noch einmal hier rüber auf die andere Seite. Wie gut, dass wir die Map mal eingeblendet haben. Den Rest sollte Buggy auch ohne uns schaffen, hoffe ich.
Dann machen wir da oben noch einmal ein bisschen Terz und dann geht's auf nach Mazzalan, den wir dann erstmal verprügeln werden. Meins. Alles mögliche einsammeln. Am besten jetzt noch einen schönen Krug voll mit Sake, damit wir uns nochmal aufleveln können. Nicht aufleveln, hier, du weißt schon, unser Special voll kloppen können. Boah, Verteidigung ist auch nett. Mr. Sui! Keine Gnade vor euch, ihr kleinen Winselbuben. Ja genau, kommt in euer Verderben gesprungen. Beauty! Komm her, den Krug da hinten habe ich nicht vergessen, den behalte ich mir noch. Okay, hat sich erledigt. Es ging doch schneller, als ich dachte. Den kann ich jetzt nomsen. Da ist er. Meins! Und dann wollen wir mal. Mazzalan. Der ist so cool. Der alte Scheißhaufen, ey. Der kleine Kacker. Der große Kacker, besser gesagt. Besser, du meinst, wo hoffentlich lässt du mich entkommen. Ich lass dich nämlich nicht entkommen. Ground Seko. Yes. Und noch einmal den hier. Wüstenblume gefällig. Ich habe keine Angst vor dir. Du bist nichts weiter als ein Hosenscheißer. Jetzt noch einmal den hier. So, bloß den falschen erwischt. Huch. Ich sollte das mal lieber auslassen. Das macht mich immer wieder verrückt. So, einmal kurz durch die Menge schnetzeln, betzeln. Wir wollen ja ein bisschen unsere Leute hier aufmuntern. Was macht denn da, ey? Nico Robin. Batz! Die machen wir noch schnell kaputt, wenn wir hier was machen, dann machen wir es richtig. Mist, das ging jetzt doch ein bisschen zu schnell zu Ende. Groundo Seco, das ist so cool. Und der Blödmann kommt nicht mit in den... Ah, doch ein bisschen. Das ist sein Ende, Alter. Mit einem grauen Zeko beenden wir das ganze Spektakel hier. Yes! Du hast Mazzalan besiegt. Nein, da ist doch eine Kiste. Nein, nein, ich will die Kiste, ich will die Kiste. Nein. Ja, aber... Warum darf man nicht mal nein? Scheiße, da ist eine Kiste. Ich habe die ums Verrecken nicht gesehen. Das ging schnell, eine halbe Stunde hast du gebraucht. Cool. Ja, das Sandmännchen macht jetzt erstmal Urlaub. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hey, das ging doch relativ fix und in einem Part. Ich bin begeistert.
Ja, schäme dich, Vista, schäme dich! Sehr ehrenhaft. Ist gut, sie vergeben dir doch. Du kannst nichts dafür. Sag jetzt nicht, der tritt uns bei, das wäre auch cool. Natürlich. Rein aus Seilgründen müssen wir dann im Finalkampf gegen Blackbeard, wird wahrscheinlich gegen Blackbeard sein, er ist auch nicht umsonst auf dem Cover abgebildet vom Spiel, müssen wir rein aus Seilgründen mit Buggy Blackbeard kaputt knüppeln. Das wäre doch cool. Enies Lobby again. Wir werden die Insel wieder einmal vernichtend schlagen oder irgendwie so. Wenn das nicht immer kommen würde, würde ich einfach nach diesem Dung den Part beenden. Aber das hier kommt doch immer danach. Das ist doof. Neue Fächer. Ich freue mich. Sofort Level 5. Haha. Alle der Freundschaft. Synergie. Überlass die Technik ab mir. Robin im Silber. Siehst du, das S von Sabo. Voll cool. Und die Buggy-Kugel. Richtig nice. Du kannst jetzt als Buggy spielen. Juhu. Voll cool. Und es speichert. Da hat das Sandmännchen gute Arbeit geleistet. Und es hat Spaß gemacht, mit ihm zu kämpfen. Muss ich ja mal sagen. Auch so die ganzen Attacken. Richtig Stylomatico. Enies Lobby. Hol die Crew zurück. Level 8 und 20. Okay, jetzt werden wir aber... Wenn man es sich jetzt so anguckt, ne? Level 1, dann Level 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 28. Fast die ganze Zeit Zweierschritte und jetzt auf einmal nix. Ich glaube, die wollen, dass wir das hier durchrocken. Kann das sein? Aber egal. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich bin der Letzte, der sich beschweren möchte. Ah, oh, das Symbol von Shanks haben wir nicht gekriegt. Schweinerei. Wie kriegt man eigentlich nochmal die dritte Münze? Ich habe es wieder voll vergessen, weil ich doof bin. Aber egal. Da ist ein Strohhut, der Kapitänsmantel und Whitebeards Symbol. Und ich würde mal sagen, Kapitel 3, Episode 6 machen wir morgen im nächsten Part. Das wird wahrscheinlich wieder in zwei gesplittet. Das wird bestimmt ein bisschen länger dauern. Ich bin gespannt, wer uns empfohlen wird. Und ja, ohne große Worte, das war's für heute. Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Und morgen holen wir die Crew zurück. Ich freue mich drauf und du dich auch. Also, bis morgen. Tschüss.